Mal gucken, wie viele Product Placements ich noch in dieses Video einbringen kann. Geliebter Onkel, erzähl mal was dazu. Was ist das und warum packen wir das hier aus? Es hat ein guter Mann mir zukommen lassen. Das war völlig aus dem Nix. Ich war auch erst überrascht. Ob jetzt nun irgendein Mist kommt, man weiß ja nie. Lol, jetzt fällt mir gerade erstmal auf, dass das ja ein echtes Karl Lagerfeld-Shirt ist. Ja. Lachkick des Todes, Alter. Ich habe gerade gelesen, hey, ist das ein L? Ich dachte die ganze Zeit, das ist dein... Gut, okay, ich sag... Nee, das ist Fake, das ist vom Bazaar. Ich dachte, das ist dein eigenes... ich scheiß mir ein, Alter. Okay. Das erklärt so einiges von vorhin. Ja, deswegen habe ich da... Ich dachte, da steht Magerfeld. Jetzt habe ich in das S reingerührt. Also das M? Die, ja, gut, okay. gut, okay, ich... Ja. ja? Das kam so völlig aus dem Nix, also ich bin echt gespannt, was da so alles drin ist. Also ich habe schon mal angeschaut, ich glaube 3, 4, 5 verschiedene Sorten an Getränken. Ich bin echt gespannt, was da alles drin ist, wie viel davon und vor allem, wie es auch schmeckt. Mm. Ja, das ist nicht das beste Messer, aber fuck off. Ja, das sind ja für uns beide, wohlgemerkt. Ich weiß nicht, ob du es mitschleppen willst, also hier steht da... Ja, 1, 2 wird schon mitnehmen. Mario? Hm. Mm. Was mich jetzt? Das ist immer so süß. Na ja. Komm hier, mein Schatz. Komm hier. Der Mann, der Katzenkiefer. Ja, kennst du den, ne? Schickt mir Katzennahrung an diesen Mann. Das wird bevorzugt. Mi amor. Ich kann das erstmal zeigen. Junge, das ist flüssige Nahrung. Ja, ja. 6 Flaschen für dich, 6 Flaschen für mich. Ja. Cranberry, 5%, das ist doch mal eine Ansage. Lemon Ginger. Wie hast du mich genannt? Genau so. Was haben wir hier? Cranberry, okay. Ich hab's noch nie gehört. Sucuk. Mungo. Junge, feine Sachen auf jeden Fall. Mit was möchtest du anfangen? Na, am liebsten würde ich dich erstmal ganz leicht massieren, ein bisschen entspannte Musik anmachen. Du weißt schon, dass meine Frau gleich reinkommt, oder? Ja, deswegen sollten wir so beeilen. Und dann hole ich das Öl raus, gehe dann immer weiter runter vom Rücken zum Po und dann bin ich auf immer drin. Naja. Das Gute ist immer, dass ich bei dir nie vordehnen muss. Ja, überrasch mich. Ist egal. Na, dann nehme ich bitte das. Na dann. Vielen Rodriguez. Ist da irgendeine andere Sorte mit drin ist? Nee. 4 Sorten. Ja. Willst du was mitnehmen? Du, dir ist auch was zugeteilt, oder? Ja, ich will ein paar Bullen erschmissen mitnehmen, aber nicht alles hier. Das ich probiere einfach mal das. Prost, Milchfett. Feine Sache auf jeden Fall. Bisschen bitteren Abgang. Also mir ist auch gerade einer abgegangen. Eine feine Sache. Es wäre wirklich irgendwas Bitteres mag, so ein bisschen im Abgang. Mega geil, schön erfrischend. Beste Wetter haben wir gerade rausgesucht. Lass mal schmecken. In Zeiten der tödlichsten Pandemie der Welt sollte man das eigentlich nicht machen, aber scheiße. Wir sind ja beide genesen und geimpft gleichzeitig. Ich glaube, ich mache sonst von den anderen noch was auf, damit ich das alles mal testen kann. Ich meine, leer kriegen wir so oder so alle mal. Ja, das schmeckt mir aber schon besser, würde ich sagen. Ja. Also das ist ja Gurke. Gurke, Leim. Mit Uhu wahrscheinlich, also Leim. Ja, ey. Man darf eins nicht vergessen, das ist halt übelst warm. Ja, ja. Das hat ein paar 20 Grad und das kommt nicht aus dem Kühlschrank, deswegen... Also mal, ich will wissen, wie geil das dann auch schmeckt, wenn es gekühlt ist. Erstmal auf den Tisch. Hier ist die Katze noch alkoholisiert rumtaumelt.
Sonst kannst du noch neu kaufen, das möchte ich nicht. Holy. Hard-Seltzer von Holy. Ich glaube, es könnte schon... Umba. Könnte schon scharf sein. Brustmelkfett. Das, wenn mir das so vorkommt, dann weiß ich warum. Ich spüre es schon. Ja, das freut mich mal. Wir haben gerade gegessen. Das. Wie viel Zucker hat denn das? Das hat gar keinen Zucker. Das ist natürlich krass. Das hat 0 Gramm. Mega. Das ist nicht gut. Da kriegst du keinen Gouda von dem Mist. Von dem guten Getränk. Hä, als ob das 0 Gramm Zucker hat. Ich habe noch nie irgendwas mit Ginger getrunken, abgesehen vom Tee. Ginger Ale. Aber das halt, aber so ist ja so ein alkoholisches Getränk, noch nie, also so ganz schmackhaft. Okay, das ist jetzt niemals. Was? Cranberry? Ja, nee. Das Gurke fand ich jetzt am besten bisher. Oh, das? Was? Lemon Ginger. Das hat halt so einen hausdünnen Geschmack von Kirsche, ja. Das schmeckt auf jeden Fall auch, das ist geil. Ich kann einfach eigentlich alles empfehlen, sag ich mal. Was von jedem, was irgendwie mit dabei. Was exotisches, was ein bisschen mit bitteren Abgang, was ein bisschen gewürzteres, was ein bisschen leichteres, also ich finde es optimal. Also wenn das jetzt jemand sieht, der ein eigenes Getränk anbietet, schickt bitte die Getränke diesem Mann und es gibt exklusive Verkostungen. Definitiv. Das nächste Mal mit Pfeife, wenn wir es heute mehr schaffen sollten. Mal gucken. Frauchen kommt ja auch bald. Mal gucken, was sich noch ergeben lässt. Aber so, geiles Wetter auf dem Balkon, Pfeife, das. Bombe. Ich habe es auch noch nie gesehen irgendwo im Geschäft. Also. Erzähl mal was Schönes. Das haut mich gerade einfach um. Das ist jetzt mal im Ernst, Alter, das haut mich gerade um. Irgendwie soll ich was bringen. Nee. Ich habe noch Nudeln und Salat. Nee, mein Bauch ist so unfassbar voll, Alter. Ich kann ein bisschen Öl geben, dann merkst du ein Alkni. Das ist ein alter Trick, einfach ein bisschen Öl saufen. Und dann kannst du es saufen, bis zum geht nicht mehr. Auf die Art und Weise habe ich 4 Onkel zu lohnen. Der reißt keine alten Wunden auf. Das sind 5 zu viel. Jetzt trink das doch mal bitte aus. Junge, da legst du Kerl auf den Boden. Ja, dann kann ich mich nicht vergreifen. Ich glaube nicht. Wo ist jetzt hier? Oh, Captain Jack. Genieß es. Musst du das Video jetzt mit Captain Jack versauen? Trinkst du lieber Whisky-Cola? Ich wüsste sonst nicht, was du anspielen willst. Ich trinke lieber Moe. Oder Wiff. Ich putze meine Zähne ausschließlich mit dem Swiffer-Staubmagnet. Ich auch. Alter, ich muss dringend Pause machen. Ich weiß nicht. Na, sag ein paar letzte Worte. Kauft euch das gute Produkt. Es ist wirklich jeden Cent wert. Schickt mir Alk.